Hallo Leute und willkommen zur nächsten Runde WWE Supercard. So, ich will es gerade zu Anfang sagen, ich kann jetzt in dieser Folge leider nicht auf die Wünsche der Zuschauer eingehen, da diese Aufnahme um 6 Uhr morgens, bevor ich in die Schule gehe, stattfindet. Hier wird auch kein Intro vorbehalten, da ich die so direkt als Rohmaterial hochladen werde, weil ich sonst für heute kein Video habe. Und es ist doch schon ein bisschen was passiert, das Event ist auch beendet. Ich habe es leider nicht so weit geschafft. Also den epischen habe ich bekommen. Bei dem Dude habe ich glaube ich 15 Punkte oder 25 auf 15. Ja, nicht so viel, aber wenigstens haben wir einen King of the Ring am Start, wo ich ins Halbfinale gekommen bin. Das ist doch ganz gut. So, dann holen wir mal unsere Belohnung ab. Unsere zufällige Survivor Card. Und wir bekommen Bo Dallas. Yay, eine weitere Karte, die wir in die Fusion reinpumpen können. Werde ich auch direkt tun. So. Aber wir holen uns jetzt erstmal unsere legendäre Fusion ab. Ergebnis einfordern. Und wir bekommen Bray Wyatt. So, dann Survivor Fusion. Dum di dum di dum di dum di dui. So, die sind alle in Besetzung. Der Bow ist ja gar nicht mal so schlecht. Der ist halt schnell. Das ist gut. Schnelle Karten brauchen wir immer. Da hauen wir den Damien rein. Ja. So, und episch. Wen hauen wir denn da rein? Sorry. Der Randy Orton. Legendär. Private, haben wir den dann in Double Action drin. So, von den Dudes haben wir auch schon ein paar. Benutzen wir die beiden. Haben wir keine Verluste. So, 4 Tage. Ach, das dauert immer so lange. So eklig. So, ich werde jetzt auch eigentlich nicht. Ich werde jetzt King of the Ring noch starten. Dann werde ich noch zeigen, welche Karten ich jetzt bis jetzt mal voll gepumpt habe. Oder wie weit ich generell so beim Pumping bin. Mit dem Mark Henry habe ich schon nicht angefangen. Aber der Hulk, der ist schon auf Level 34. Da kann ich gerade noch was reinpumpen. Erstaunlich viel nämlich. Wow, dass das den Balken überhaupt nur gejuckt hat. Das wundert mich. So ungewöhnlich. Aber wir sind es da ein paar mehr als 2. So. Ja, ich werde dann. Ich hoffe, dass YouTube dieses Dateiformat annimmt. Ansonsten wird das nämlich ziemlich scheiße. Da muss ich nämlich doch rendern. Und ihr seht ja, wenn die Folge später hochgekommen ist, dann. Ja, da hat YouTube mein Dateiformat nicht angenommen. Weil ich nehme das ja mit OBS auf und das kommt eine ziemlich komische Datei, ich glaube eine FLV. Miau. Jo. Dann würde ich aber auch sagen, Leute, so leid es mir echt tut, müssen wir jetzt bei 4 Minuten schon die Folge beenden, weil ich muss mich dann auch für die Schule fertig machen. Ich muss in einer knappen halben Stunde mit dem Bus fahren. Jo, und ich hatte da gerade ein bisschen Probleme mit meinem Browser, da hatte ich so einen scheiß behinderten Kack Spy-Trojaner drauf, den muss ich gerade mal in den tiefsten Wurzeln zerstören gehen. Aber hab's dann doch hingekriegt. Gut, also würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!